Hallo zusammen, meine Glossybox ist da und irgendwie sieht die Verpackung diesmal anders aus. Gelb. Gucken wir rein. Das ist nämlich die Pop Art Edition. Und was haben wir hier? Eine blaue Box. So, nehmen wir mal beiseite. Da haben wir die Glossybox. Sieht die nicht scharf aus? Sieht die nicht heiß aus? Ich finde die richtig, richtig schick. Das ist doch mal stylisch. Die stellt man sich doch gerne hin, oder? Die stelle ich mir auf jeden Fall irgendwo als Deko hin. Ich finde die richtig, richtig schick. Ich hätte gern bitte nochmal die anderen drei, die es noch gab. Ach ja, doch, das gefällt mir. So, wir gucken jetzt aber mal rein. So. Diese gab es übrigens alle, damit ihr die auch mal seht. Welche ist denn die hübscheste? Ha, gute Frage. Die blaue sieht schick aus. Ach, die sehen eigentlich alle schick aus. Ja, doch, die sehen eigentlich alle schick aus. Kann man eigentlich nie anders sagen. Alle vier zusammen wären am besten. So, tun wir die mal beiseite. Hier haben wir erstmal wieder Werbung drin und Pop Art Edition. Was erwarte ich eigentlich bei Pop Art? Knallige Farben, Neon. Peppig, ne? Mal gucken. Das ist nicht peppig. Aven ist nicht peppig. Absolut nicht. Hm. Lotion Miclair. Micellar Lotion. Ja. Gibt es das hier auch auf Deutsch? Micellenreinigungslotion zur Reinigung und Make-up-Entfernung. Ja. Schön. Nicht schlecht. Finde ich gut. Was haben wir hier? Lavera Glossy Lips. Da haben wir ein Lipgloss. Farbe ist ganz in Ordnung. So Susan, haben wir hier ein Mascara. Einmal ein Mascara. Was ist das hier? Was ist denn das? Oh, Benefit Augencreme. Das finde ich gut. Bisschen klein, nur 3 Gramm, aber finde ich gut. Benefit Augencreme finde ich gut. Und eine Handcreme. Irgendwie sind in fast jeder Box irgendwie eine Handcreme derzeit drin. Das ist Vanilla mit Pistazie. Finde ich gut. Das finde ich gut. Aktuell rieche ich jetzt gerade nichts mehr. Ich habe in den anderen Boxen so viele Handcremes gehabt, dass ich jetzt die wahrscheinlich nicht mehr wahrnehmen kann. Die werde ich euch dann auf meinem Blog schreiben, ob sie geruchstechnisch gut ist. Jetzt wäre sie mir wieder fast runtergefallen. Und ich mag aber das Fitchens Rouge. Ich mag das. Ich mag es wirklich. Finde ich gut. Also das mag ich. Die Glossy Box sieht wie immer schick aus. Hat aber auch viele kleine Sachen drin, aber auch Full Size. Also ein guter Mix, muss ich sagen, ist sehr abwechslungsreich. Von den Produktkategorien, sage ich jetzt mal, Gesichtsreinigung, Handcreme, Augencreme, Mascara und Lipgloss. Doch, das ist ausgewogen, da kann man nicht mehr. Da kann man nichts gegen sagen. Ich bin zufrieden mit der Box. Ich mache sie jetzt wieder zu. Einfach, weil ich die Box so hübsch finde. Ich mag die. Ich muss mir echt überlegen, wo ich mir die hinstelle. Finde die hübsch. Ja, wie hat euch die Box gefallen? Also von außen und von innen. Würde mich interessieren. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich suche mir jetzt ein Plätzchen, wo ich das hinstelle. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!